Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Willkommen zu einem neuen kleinen Video. Wie ihr seht, bin ich aktuell dabei, meinen Videolöwen etwas umzuzeichnen. Ich hoffe, euch gefällt die neue Version. Aber darum soll es im heutigen Video nicht gehen, denn heute beschäftigen wir uns wieder mit einer Zuschauerfrage. Was wäre, wenn Kovo und Rani Geschwister wären? Dieses Videothema finde ich allerdings etwas schwer und etwas komisch zu behandeln, weil es so viele verschiedene Theorien zu dem Ganzen gibt. Es stellen sich hier Fragen wie: Ist Kovo jetzt der Sohn von Ranis Eltern oder Rani die Tochter von Kovos Eltern? Und wenn Rani die Tochter von Kovos Eltern wäre, wäre sie dann die Tochter von Sira und Scar oder von Sira und einem anderen Löwen? Würde es Vitani, Nuka und Balio trotzdem geben? Und vor allem, was für Auswirkungen hätte das auf den Film? Aber wir fangen mal langsam an. Und bevor ich es vergesse, wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo. Und wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt die mir gerne in die Kommentare. Damit ist die Eigenwerbung für das heutige Video wieder mal abgehakt und wir können starten mit dem Video. Wir splitten das Video jetzt gleich am Anfang in zwei Parts. Beim ersten Teil gehen wir davon aus, dass beide die Kinder von Kovos Eltern sind und beim zweiten Teil gehen wir davon aus, dass beide die Kinder von Ranis Eltern sind. Das heißt, Rani ist jetzt in unserem ersten Part die Tochter von Sira. Und ich kann mich jetzt auch schon in einer Frage korrigieren, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Rani kann gar nicht die Tochter von Scar sein, da sie ihr jünger als Kovo ist. Das wäre zeitlich dann schon gar nicht mehr möglich. Das bedeutet, entweder haben Kovo und Rani den gleichen Vater oder Rani hat einen anderen. Rani würde auf jeden Fall im Schattenland leben. Kovo wäre nach wie vor der Auserwählte, dessen Aufgabe es ist, Simba zu töten. Rani würde allerdings ziemlich gleich erwachsen wie er. Man würde ihr erklären, dass Simba böse ist und für den Tod von Scar verantwortlich ist. Jetzt könnte es aber hier auch schon passieren, dass es ähnlich läuft wie bei Kovo und Kiara. Das heißt, vielleicht würde sie eines Tages auf Kion treffen und die beiden würden sich verlieben. Sira würde natürlich versuchen, das Ganze zu unterbinden, wie sie es auch mit Kovo gemacht. Allerdings könnte es trotzdem passieren, dass sich Kion und Rani weiterhin treffen und sowas wie eine verbotene Liebe entstehen würde. Denn Simba wie auch Sira sind gegen diese Partnerschaft. Das heißt, die beiden würden versuchen, sich hin und wieder heimlich zu treffen. Während Rani streng von Sira erzogen wird, würde Kion früher oder später trotzdem seine Narbe erhalten. Und Rafiki würde ihn und die Garde der Löwen zum Baum des Lebens schicken. Die Nachtschar allerdings würde dann ganz anders aussehen. Sie würde entweder von Surak oder von Balio geleitet werden. Und Balio wäre auch der Thronfolger. Also während Kion am Baum des Lebens ist, würde im Geweidenland das gleiche passieren wie im zweiten Teil. Kiara würde auf ihre erste Jagd gehen und Vitani, Nuka und vielleicht auch Rani würden das Feuer legen. Kovo würde sie anschließend retten und versuchen in Simbas Rudel zu kommen, wo er schlussendlich, wie im Film auch, aufgenommen wird. Dann würde es eigentlich ziemlich gleich wie im Film weiterlaufen. Kovo und Kiara kommen sich näher und Simba würde mit Kovo sprechen wollen. Als sie dann bis ins Schattenland gewandert waren, werden sie, wie wir es ja kennen, auch von Siras Rudel eingekesselt. Hier wäre die einzige Änderung, dass bei Siras Rudel einfach Rani dabei wäre. Allerdings könnte es leicht sein, dass Rani nicht mehr überzeugt ist von dem, was Sira ihr gelehrt hat, da sie ja in Kion verliebt ist. Siras Rudel würde Simba wie im Film auch angreifen und Kovo würde versuchen, ihn zu verteidigen, würde aber wie im Film ganz schnell ausgeschaltet werden. Rani würde sich bei dem Angriff eher zurückhalten. Als Simba schließlich verletzt entkommt und Nuka stirbt, würde Sira Kovo die Narbe verpassen. Jetzt würde Rani erst richtig erkennen, was hier alles falsch läuft und dass sie nicht unter solchen Umständen leben möchte. Als Kovo dann wegläuft, würde sie ihm nachlaufen und sich ihm anschließen. Sie würden beide zum Königsfelsen zurückkehren und Simba versuchen zu erklären, dass sie unschuldig sind und mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben wollen. Simba würde aber vermutlich trotzdem beide nicht mehr ins Rudel aufnehmen wollen und sie verbannen. Kiara würde von zu Hause weglaufen und versuchen, Kovo zu finden. Währenddessen würden sich Simba und ihr Rudel auf den Weg zu Simba machen, um ihn anzugreifen. Wie auch im Film würde es hier einen brutalen Kampf geben. Doch dann würden sich Kovo, Kiara und Rani zwischen die zwei kämpfenden Parteien stellen. Sira wäre extrem schockiert, dass sich zwei ihrer Kinder gegen sie gestellt haben. Sie würde aber beiden befehlen, sich ihr anzuschließen und aus dem Weg zu gehen. Aber weder Kovo noch Rani würden das tun. Sira würde Vitani befehlen, anzugreifen, doch Vitani würde sich dann auch auf die andere Seite stellen. Nun hat Sira alle ihre Kinder gegen sich. Sie würde ihnen drohen, dass sie alle sterben werden, wenn sie nicht sofort wieder zurück zu Sira kommen. Da würde auch Siras Rudel erkennen, dass hier einiges falsch läuft und sich auf Simbas Seite schlagen. Jetzt hat Sira alle gegen sich. Wie im Film auch würde jetzt der Damm brechen und Sira würde Kiara angreifen. Sira würde schlussendlich ins Wasser fallen und Simba würde Kiara retten. Am Ende würden Kovo und Kiara zusammenkommen und Kion würde später wieder zurückkehren ins geweihte Land. Dort würde er, wie in der Serie auch, zuerst auf Vitani treffen, die ihre eigene Garde gegründet hat. Kion würde versuchen, Vitani anzugreifen, weil er ja nicht weiß, dass sie die Seiten gewechselt hat. Doch dann würden sich Kiara, Kovo
und Rani dazwischen stellen. Sie würden ihm erklären, was in seiner Abwesenheit alles passiert wäre, und er und Rani würden zusammenkommen. Am Baum des Lebens wäre inzwischen Queen Jonna gestorben und Balio wäre der neue König. Simba und sein Rudel würden zur Krönung des neuen Königs am Baum des Lebens kommen und möglicherweise ihm hier auch ein Happy End zu finden, würde sich Balio eventuell in Suri oder Tifu verlieben. So gäbe es auch hier am Baum des Lebens ein Happy End. Kommen wir zu Part 2. Kovu wäre hier der Sohn von Ranis Eltern. Da Ranis und Balios Eltern ja gestorben sind, würden die drei ohne Eltern aufwachsen. Aber, und hier ist der entscheidende Punkt, der auch hier die ganze Story verändern wird, Kovu ist der Älteste. Das bedeutet, Kovu würde in diesem Fall die Nachtscharen führen und er wäre der rechtmäßige Thronfolger. Währenddessen im Schattenland wäre Vitani die Auserwählte. Möglicherweise würde Vitani eines Tages auf Kiara treffen, genauso wie Kovu und Kiara im Film. Vitani und Kiara würden sich sehr gut verstehen, allerdings würde, wie im Film auch, Sira das Ganze unterbrechen. Sira würde Vitani davon überzeugen wollen, dass Kiara und Simba böse sind, und Simba würde versuchen, Kiara davon zu überzeugen, dass Sira und Vitani böse sind. In dem Fall würde Sira Vitani ausbilden. Währenddessen würde Kira und Wien der Serie auch die Garde der Löwen anleiten, seinen Nabel erhalten und zum Baum des Lebens gehen. Kiara hätte ihre erste Jagd und Sira und Nuka würden das Feuer legen, damit Vitani sie retten kann. Dann würde Vitani versuchen, wie Kovu es auch getan hat, in Simbas Rudel zu kommen. Hier würde es allerdings im Gegensatz zu der Version mit Kiara und Kovu womöglich nicht zu einer Beziehung zwischen Vitani und Kiara kommen. Womöglich würden sie sich einfach sehr gut anfreunden. Dann würde es vermutlich so ähnlich verlaufen wie im zweiten Teil, nur statt mit Kovu halt mit Vitani. Vitani und Kiara würden sich so gut anfreunden, dass Vitani nicht mehr das Ziel hat, Simba zu töten. Vielleicht würde Vitani Simba auch von den Plänen von Sira erzählen. Somit wäre Simba gewarnt. Sira würde natürlich früher oder später mitbekommen, dass Vitani Simba nicht getötet hat und sie würde mit ihrem Rudel losziehen, um Simba anzugreifen. Währenddessen würde Kiran versuchen, den Baum des Lebens zu erreichen. Die Nachtschar würde sich ihnen dann in den Weg stellen, weil sie glauben, sie wären Eindringlinge, wie auch in der Serie. Hierbei ist nur der große Unterschied, dass nicht Rani die Anführerin ist, sondern Kovu. Kion und Fuli würden Kovu erzählen, dass sie keine bösen Absichten hätten und die Nachtschar würde sie zum Baum des Lebens begleiten. Hier wäre es aber auch wieder durchaus möglich, dass Rani und Kion sich verlieben. Wie auch in der Serie würde Queen Jonna sterben und Kovu würde jetzt König werden. Plötzlich würde Mufasa im Himmel erscheinen und Kion davon berichten, dass Sira versucht, Simba anzugreifen. Kion würde natürlich sofort losziehen, um seinen Vater zu unterstützen. Die Nachtschar würde ihm anbieten, ihn zu begleiten und ihm zu helfen, und so ziehen die Garde der Löwen und die Nachtschar ins geweihte Land. Dort kamen sie gerade noch rechtzeitig an. Sira griff Simbas Rudel gerade an. Siras Rudel ist nun klar unterlegen. Vitani versuchte auf ihre Mutter und auf ihren Bruder einzureden und beide dazu zu bringen, diesen sinnlosen Kampf zu beenden. Womöglich würde Nuka und Siras Rudel jetzt erkennen, wie sinnlos dieser Kampf eigentlich ist. Sie würden sich nun auch auf Simbas Seite schlagen. Sira wäre sichtlich schockiert, aber sie würde diesen Moment nutzen, um Simba anzugreifen. Sie würde sich brutal auf ihn stürzen und zubeißen. Kion würde nun das Gebrüll nutzen, um sie wegzuschleudern. Simba wäre zwar verletzt, aber würde diesen Angriff überleben. Er würde sich bei der Garde der Löwen und seinem Sohn sowie bei der Nachtschar bedanken. Und hier würden sich Kovu und Kiara das erste Mal sehen und direkt ineinander verlieben. Allerdings gibt es für beide hier ein Problem. Kovu ist der König am Baum des Lebens, sprich er kann nicht von dort weggehen. Und Kiara ist die älteste Tochter von Simba und die Thronfolgerin. Für sie ist es also auch fast unmöglich, das geweihte Land zu verlassen. Aber womöglich würde Kiara Simba bitten, den Thronanspruch auf Kion weiterzugeben. Das würde bedeuten, dass Kiara mit Kovu mitgehen könnte und Königin vom Baum des Lebens wäre. Kion würde den Anspruch auf den Thron im geweihten Land bekommen und früher oder später König werden. Hier könnte er auch Rani anbieten, dass sie hier bleibt und seine Königin wird. So würde es für alle ein Happy End geben. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich diesen Videovorschlag und auch diese Theorien etwas komisch finde. Allerdings hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, wie es weitergehen würde. Und wenn ihr keine Videos zum Thema König der Löwen verpassen wollt, könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Bis dann!